Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie auf einer Transplantliste sind, warten Sie. Sie kommen drauf und dann heißt es warten. Und Sie beten jeden Tag, erlebe ich es noch oder erlebe ich es nicht mehr? Schaffe ich es, dass ich so lange überlebe, bis ein passendes Organ da ist oder nicht? Und dann läutet eines Tages in der Nacht das Telefon und eine ruhige Stimme sagt zu Ihnen, Frau Wittalm, Sie stehen auf der Transplantationsliste, wir haben ein Organ für Sie. Wollen Sie es? Ab dem Zeitpunkt beginnt für Sie ein neues Leben. Jeder, der Organ transplantiert ist, ist dankbar, dankt allen, die damit in Zusammenhang gebracht werden, dass es ermöglicht wird, dass er weiterleben darf. Sie haben keine Chance ohne neues Organ. Es ist nicht möglich, ohne ein neues Organ weiterzuleben. Sie haben ihre Lebensplanung plötzlich völlig umgeschmissen, wenn es darum geht, dass Sie ein neues Organ brauchen und nur das Ihre Chance ist, damit Sie weiterleben können. Nachdem Sie transplantiert sind von einem extrem hochqualifizierten Team mit sehr viel Einfühlungsvermögen, mit höchster Pflegequalität, dann beginnt für Sie der zweite Teil des zweiten Lebens. Sie werden Ihr Leben lang Medikamente nehmen müssen, Sie müssen Ihr Leben lang immer wieder in die Klinik, man kennt seine Ärzte, man besucht sie regelmäßig, der Transplanteur bzw. der behandelnde Arzt ist derjenige, der komplett über Ihre Situation Bescheid weiß. Sie gehen ab dem Zeitpunkt zu keinem anderen Arzt, auch wenn Sie andere Beschwerden haben, checken Sie das immer mit dem Transplantarzt ab. Jedes Medikament, das Sie nehmen, müssen Sie mit der Transplantabteilung abchecken, damit Sie weiter überleben können.